Ja, liebe Salzburger und Salzburgerinnen, grüß euch, da ist der Hansi Hinterseer und ich freue mich schon ganz närrisch drauf, dass ich nächstes Jahr, am 1. Mai, bin ich bei euch in Salzburg und da darf es mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht Zeit hätte, vorbeizukommen an die Halle. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, eine gute Unterhaltung mit der Musik. Macht es gut, bleibt gesund. Ja, das ist oft interessant, was soll man darauf sagen. Jeder, glaube ich, der ein Album auszubringen, versucht natürlich alles Gute zu machen und dass die Leute Gaudi haben. Mhm. Im Endeffekt entscheiden ja immer nur die Fans, ob sie es mengen oder ob sie es nicht mengen. Bei mir ist jetzt 20 Jahre, das ist eine lange Zeit, es sind einige Lieder zusammengekommen und ich versuche da so nach meinem Bauchgefühl die Lieder auszusuchen. Mhm. Liebeslieder, Berglieder, lustige Lieder, beschwingte Lieder, einfach wo die Leute Gaudi haben, wo sie mitsingen können, wo sie Gaudi haben. Um das geht es eigentlich. Und umso schöner ist natürlich, dass es in drei Nationen auf Nummer 1 gegangen ist, weil es nicht selbstverständlich ist, dass das passiert. Und ja, das ist einfach eine bärige Sache. Wenn wir jetzt in die nächste Zukunft blicken, ab nächsten Jahr geht es ja mit der Tournee los, das Beste zum Jubiläum. Nach 20 Jahren, wie sucht man da das Beste aus oder was ist für dich das Beste? Oder anders gefragt, gibt es irgendwas, was du heute nicht mehr magst? Es ist so schwer. Jetzt habe ich bei den 370 Lieder. Okay. Und was die 20 Jahre ist eine lange Zeit und du hast natürlich sehr viele Auftritte und du spürst natürlich, was die Leute gerne hören. Mhm. Und ja, ich versuche heute halt so ein bisschen nach meinem Bauchgefühl zu gehen und das auszusuchen, weil ich habe ja viel Material zu schaffen von meinen Sendungen, was ich gemacht habe, die Natursendungen, die Musikfilme, von meinen Spielfilmen, von meiner Skivergangenheit her. Also es ist eigentlich irrsinniges Material, was da ist. Aber das nachher in ein Programm einzubauen, was 2,5 Stunden ist, das ist gar nicht so leicht, weil es sollte nicht zu lang sein, es sollte auch nicht, was da, es sollte passen einfach. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen beim Basteln und versuche halt da ein gutes Programm zusammenzustellen. Und gibt es irgendwas, mit dem du dich heute nicht mehr identifizieren kannst? Lieder? Ja. Aber eigentlich nicht. Ich glaube, jedes Lied, was man machen darf, ist eine schöne Sache. Mhm. Natürlich gibt es ein paar Lieder, wo man sagt, okay, das ist jetzt dabei, was auf der CD drauf ist. Aber man hat halt seine Favoriten, man hat seine Lieder, was man selber gern hört. Es ist keine leichte Sache, ganz ehrlich gesagt, wenn du mich so fragst, etwas auszusuchen oder sagen, das ist das Schönste, das Beste. Oft ist man mit der Meinung wieder ganz anders, wo die Fans sind. Oder auch wenn du die Fans fragst, wenn sie eine Liste machen sollen, sind die Franzosen wieder anders, wie die Deutschen sind, oder wie die Bauern sind, oder wie die Österreicher sind, oder die Schweizer. Das ist gar nicht so leicht. Jetzt 20 Jahre Jubiläum, ein runder Geburtstag im nächsten Jahr, eine große Tour. Da könnten die Fans vielleicht Angst kriegen, ob es sich um eine Abschiedstour handelt. Gibt es bitte Gedanken über das Aufhören? Ich hoffe nicht. Mhm. Nein, ich möchte schon gerne ein bisschen weitermachen. Mhm. Zeit geht eh so wahnsinnig schnell vorbei. Jetzt bin ich 20 Jahre dabei, nächstes Jahr habe ich mein 60er, ist auch wunderbar, ich habe kein Problem damit. Ich werde auch nicht so großartig feiern. Ich bin kein Feierer für diese Sachen, wenn du mich jetzt noch fragst. Ich habe meine Familie, bin stolz drauf. Mhm. Ich fühle mich gut, ich möchte gerne noch ein bisschen weitermachen. Und ich glaube, wenn der Zeitpunkt kommt, wo die Fans dann sagen, jetzt haben wir genug vom Hansi, dann spürst du es natürlich auf der Bühne. Und dann bin ich sicherlich derjenige, der sagt, okay, danke vielmals, das war eine super Zeit. Mhm. Und das, was ich da jetzt gemacht habe, die 20 Jahre, das kann mir eigentlich eh keiner mehr nehmen. Aber ich bin nicht einer, der nach zurückgeschaut, sondern eigentlich mehr Fische. Und ich versuche es einfach das Beste daraus zu machen und einfach hoffen, dass man mit den Lieder die Leute einfach eine Gaudi bringen kann. Gibt es irgendwas, was du ganz was anderes, was du unbedingt noch machen möchtest? Oder wenn jetzt wirklich mit der Musik die Karriere vorbei wäre, was würdest du gerne noch machen? In meinem Leben ist es so viel passiert, wo ich nie geglaubt habe, dass ich das machen werde. Ich bin so dankbar, dass ich das alles habe machen dürfen und ich bin wirklich nicht so einer, das möchte ich noch machen. Es kommt sowieso daher, wie es kommt. Mhm. Und ganz interessant ist eigentlich, oft werde ich so gefragt, weißt du, wegen im Leben, dass man glücklich ist oder dass man das Glück hat, dass man das machen darf. Dann sage ich immer, ich glaube, dass jeder Mensch im Leben irgendwann einmal einen Punkt hat, wo er eine Chance kriegt, etwas zu machen. Mhm. Wo er eine Möglichkeit hat, im Beruf irgendwo einzusteigen oder einen Partner kennenlernt oder irgendwas, ein Glück hat, dass jemand kennenlernt, wo einem der weiterhilft. Die Frage ist immer, was machst du daraus? Mhm. Traust du dich drüber über die Chance? Ja. Oder sagst du, nein, das ist eigentlich nicht so mein Ding, das ist nicht mein Ding, das mache ich nicht. Oder du sagst, das taugt mir, das probiere ich jetzt. Mhm.
Und so wie es bei mir war im Singen, sagst du ja normalerweise, hey, vergiss es nicht. Und das habe ich auch nur von gesagt. Und eigentlich meine Frau gesagt, was hast du zu verlieren, probier es. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat es recht, weil die Annemarie Moser hat eine Platten gemacht, der Karl Schranz, der Toni Seiler, der Beckenbauer, alle haben schon gesungen, nicht? Eine Platten gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, das mache ich auch, dann habe ich auch schon eine Platten daheim. Nicht? So ist das ganze Zeug entstanden. Und das Glück einfach zu haben, nur mal zur richtigen Zeit am Fernsehen dabei zu sein, wo es einfach die Fans nachher gesagt haben, aha, den konnten wir eigentlich öfter sehen. Und dann ist es losgegangen. Das heißt, es ist nicht so viel Unterschied zwischen dem privaten Hansi und dem Hansi auf der Bühne? Ich glaube nicht, nein. Okay. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, am Anfang, beim Skifahren ist es so gewesen, dass ich eigentlich immer schon einen guten Druck gehabt habe, zu die Damen. Und beim Singen war es so, dass ich beim ersten Auftritt gesagt habe, wie es nachher mit den Medien wieder hergekommen sind. Habe ich gesagt, Leute, ich bin gern da für euch, für die Fans, überhaupt kein Thema. Das ist mein Um und Auf, die Fans, die machen die stark. Mhm. Aber ich bitte die Fans oder auch die Medien, dass sie mir einfach meine Privatsphäre erlassen. Mhm. Also bis daher, aber da bin ich da.